Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout New Vegas. Ach ja, ich habe ja Fallout noch gar nicht Let's Played. Ich kann das noch gar nicht ansagen. Wie dem auch sei. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe ja mit Skyrim langsam sich ja wirklich mal abgeschlossen. Ja, was habe ich denn hier überhaupt für eine Waffenbelegung? Ist ekelhaft. Was ich sagen wollte, ich habe mit Fallout... Ach Quatsch, ich will ja lange aus hier mal mit Fallout anfangen. Das ist mein Projekt nach Skyrim, was ich dann auch immer täglich livestreamen werde. Ich weiß ja nicht, inwiefern das auf allgemeine Zustimmung treffen wird, aber ich habe mir das jetzt so gedacht und ich werde das Ding noch machen. Das Ding an Fallout ist, dass Fallout New Vegas ist ja schon, naja, ein Tacken älter, sagen wir mal. Ach, so war das. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einige paar mehr Mods zu installieren, die ich jetzt auch schon installiert habe. Dazu zählt zum Beispiel der Mo-Mod, der macht, dass es mehr Monster, also verschiedene Monster, wie gesagt, mehr Kreaturen in diesem Ödland hier gibt. Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen weiter gemacht und dann habe ich noch einen schönen Mod, der sich, ach Quatsch, falsche Taste, diese hier. Und zwar habe ich mir den Projekt Nevada im Mod installiert, der sorgt dafür, dass das ganze Spiel ein bisschen rebalanced wird, weil es ja an sich zu einfach war. Weil ich hatte sowieso das vor, das Spiel auf Hardcore zu spielen. Und deswegen habe ich hier ein bisschen, also das ist eigentlich die Standardeinstellung. Das Einzige, was ich geändert habe, dass man Perk, dass man so diese Perks, die es in Fallout gibt, jedes Level kriegt. Das, so werde ich auf jeden Fall spielen. Ansonsten spiele ich auf Hardcore, das heißt mit Hunger, Schlafen und Durst, inklusive Trinken von radioaktivem Wasser. Mal sehen, wie weit ich da komme. Aber das habe ich mir jetzt auf jeden Fall mal vorgenommen als besonderen Ansatz. Also Fallout New Vegas nicht ganz normal zu spielen. Des Weiteren habe ich natürlich noch ein paar mehr Mods installiert. Zum Beispiel habe ich jetzt hier noch so ein Inventar. Mod mit installiert, der sorgt dafür, dass sie so einen komischen Buchstaben mal vorstellen. Der Mod sorgt einfach nur dafür, dass es hier im Inventar ein bisschen ordentlicher ist. Mehr macht er nicht. Also das sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber es sorgt halt für Ordnung, weil man will ja nicht den kompletten Pip-Boy weghauen. Das Ganze habe ich dann natürlich noch für alle Add-ons. Also ich habe natürlich New Vegas in der Ultimate irgendwas Premium Edition Kirchen gekauft mit Einschreiben, was total dumm war im Nachhinein, aber es ist auch nicht so wichtig für den Zuschauer. Auf jeden Fall, das heißt, ich habe alle DLCs, die es so gibt. Dazu habe ich noch einen weiteren DLC. Ah, den würde ich jetzt gerne zeigen. Wo war denn das? Das war... Ach, guck mal, hier hinten ist ein Kühlschrank. Hier ist ein Spielerhut. Hm. Diesen Kühlschrank lag anscheinend... Hat sich anscheinend jemand versteckt, der diesen Hut aufhatte. Grimpf. Also, ich habe anscheinend gerade einen Screenshot gemacht. Das wollte ich zwar gar nicht. Was ich sagen würde, diesen Wunder... Warte mal, kann ich mir die Waffe wegstecken? Ich habe mit der Bedienung von Fallout habe ich es noch überhaupt nicht raus. Also auf jeden Fall diesen wunderschönen Hut haben wir hier gerade mit dem Mann in den Kühlschrank gefunden. Das ist, ich werde nämlich auf jeden Fall auf wildes Ödland spielen. Das ist ein so ein Ding, was man am Anfang bei der Charakterstellung, ja, mein Char, den ich hier übrigens testweise gemacht habe, der ist total blass. Das ist quasi mein Testschar. Ja, wildes Ödland, das wird auch ein, das ist ein zusätzliches Spiel, muss ich ansage. Oh, guck mal, ich kann hier noch was machen, will ich aber nicht. Und zwar, was habe ich denn noch für Mods installiert? Wasteland Stream? Ach ja, gut, dazu kommen wir gleich als nächstes. Ich habe nämlich versucht, ich habe viele verschiedene Radiomods zu installieren. Das Problem an diesen ganzen Radiomods, also Waste ist ein eigener, den werden wir dann hinterher auch wahrscheinlich hören oder auch nicht. Ich drücke hier mal die falschen Tasten. Das Problem an diesen ganzen lustigen Radiomods ist, dass Fallout normalerweise Musik verwendet, auf die ich nicht unbedingt Lizenzen habe. Das heißt gar nicht, weil das ist halt echte Musik aus den 50er bzw. 60er Jahren. Und diese lustige Musik ist nun mal leider irgendwie Copyright geschützt. Und da ich keine Videos auf meinen Kanal hochladen kann, oder eigentlich kann das niemand, auf die ich nicht 100% Konventionalisierungsrechte habe, gibt es da Probleme. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe noch zusätzlich noch Mod installiert. Das renne ich auch gerade zu diesem dummen Flugzeug hier, weil ich das mich schon mal gefunden habe. Wo man diese komischen, lustigen Bubble, hier, diese Manikiken nochmal wieder finden kann. Das kommt man schon im Fallout 3. So, du hast ein Walltech Limited Edition blablabla Wackelpuppe. Und davon kann man auch alle anderen finden. Des Weiteren habe ich einen Mod installiert, mit dem man sprinten kann. Und ich weiß ja nicht, was wir hier gerade für Musik hören, aber die... Ah ja. Bei der Vault 13 Flachmann ist auch noch so ein Ding. So, jetzt zur Musik. Also wir hören hier gerade die normale, stimmungsvolle Musik. Das ist in Kampfsituationen vielleicht ganz normal und absolut gar kein Problem. Das Problem ist allerdings, normalerweise hat Fallout ja das gute Radio. Das kann ich jetzt nicht mehr einmal zeigen, weil mir die Rechte daran fehlt. Das heißt, ich habe Creative Commons Musik gesucht, die das ganz gut ausgeglichen hat. Das Problem ist bloß, mir ist dann aufgefallen, dass diese Creative Commons Musik teilweise auch nicht kommerziell verwendbar ist. Nun habe ich so lange Musik gesucht, die doch verwendbar ist. Die ich auch kommerziell verwenden darf, weil genau das passiert, wenn ich mal Werbung schalte, was ich hier irgendwie mehr oder weniger angehalten bin. Das heißt, jetzt kommt nämlich die große Frage. Soll ich das mit der Musik komplett lassen? Wir lassen das mit dem Radio einfach, weil die Musik, die ich jetzt erst gefunden habe, die hat wunderbar ins Setting gepasst, also ins Thema vom Fallout. Die Musik, die ich jetzt habe, passt nicht unbedingt immer. Ich mache einfach mal ein paar Liederchen an, ich hoffe, das funktioniert so. Also das ist, also größtenteils habe ich französische Bands gefunden, da wo ich gesucht habe, das ist ganz, ganz komisch. Ich kann das vielleicht ein bisschen lauter machen. Ah, perfekt. Wunderbare Tastatur. Na gut.
Wir hören einen Franzose. Faust Monet heißt der, also Falschgeld wahrscheinlich. Gibt's auch, glaube ich, eine deutsche Band, die Falschgeld hat. Ich glaube, ich muss jetzt mal raustappen, um ein bisschen hier rumzusurfen. Ja, so hört sich der gute Faust Monet an. Und ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Musik. Oh Gott, das hat ja super funktioniert. Das sind zum Beispiel die Paperplane Pilots. Das ist eigentlich eine Band, die habe ich schon in früheren Videos öfter mal gespielt. Die sind an sich nicht schlecht, aber die passen halt einfach nicht ins Setting rein von Fallout. Moment, ich spule mal wieder ein bisschen weiter vor, auch wenn ihr bei Standbild habt, ist ja nicht wichtig. Okay, das ist ein Lied unten. Und zum Beispiel so ein Lied machen die auch. Oh, noch das nächste Lied. Scott McLean, I'm the Glow of the Moon. Also die Mischung ist halt ein bisschen wild, ne? Spur mal rein. Was hat der denn hier noch Schönes gemacht? Baby Girl? Oh Gott. Also er singt auch, der Scott McLean. Ne, Scott McLean heißt er. Ja, so eine Musik hätten wir da auch, oder auch, oh Gott, also mit einem Raustappen, ich werde das natürlich hinterher mit diesem Waste-Plugin machen, dann kann ich das in-game machen, aber noch jetzt gerade nicht. Was haben wir hier noch? Schon wieder Paperplane Pilots. Schon wieder Faustmonet. Also ich muss dazu sagen, die Ausschau-Musik ist nicht so gewaltig, ich habe jetzt gerade 2 Stunden 34 Musik in der Playlist, beziehungsweise 46 Minuten. Jetzt ist die große Frage. Oh Gott. Ich hab's nicht rauszutappen. Wollt ihr das? Oh Gott, jetzt komme ich nicht wieder rein. Das ist auch doof. Wollt ihr, dass ich diese Art von Musik spiele, oder soll ich es ganz lassen? Ich meine, es passt wirklich von der allgemeinen Einstellung nicht so ganz ins Spiel, muss ich dazu sagen. Und es ruckelt ja auch gerade noch, merke ich aber, dass die da gleich noch alles anhaben. Das habe ich schon in Testaufnahmen, sah schon besser aus. Wollt ihr, dass ich Fallout entweder mit dieser Musik spiele, im Hintergrund, auch wenn sie nicht ganz so gut passt, oder soll ich es einfach komplett lassen und mich einfach auf die Ingame-Sounds, die es halt normalerweise so gibt, beschränken? Das ist jetzt nämlich die große Frage. Von der Musik hört man jetzt gerade nicht so viel, aber... Akzeptieren. Oh. Was? Ich habe Karma dazu gewonnen? Oh, ich bin verrufen bei dem Prügerbanditen. Ist ja schlecht. Ich hab das auch so offen. Ich habe jetzt schon wieder den Kopf abgeschossen. Achso, wir spielen natürlich eine Uncut-Version. Deswegen sieht das hier auch gerade ein bisschen blutiger aus. Aber das muss man schon mal machen, also Uncut spielen. Ich meine, wenn man... Doch schon wissen, deswegen habe ich diese tolle Ultimate-Version überhaupt gekauft, wegen der Uncut-Version. Einfach für Fallout halt, die Welt ist nun mal blutig. Das kann man nicht ändern. Das mein einziges Problem ist ja nicht nur die Musik. Nicht mehr... Und nicht eigentlich der Rest. Oh, hab ich gut geschossen, oder? Nee. Also, man muss dazu sagen, ich habe Fallout 3 habe ich komplett durchgespielt. Aber ich habe für Fallout New Vegas, keine Ahnung, ich habe Fallout New Vegas selber noch nicht gespielt. Das heißt, es wäre wieder einmal ein Blind-LP. Das trotz aller Plugins. Achso, ein paar Namen sind leider trotzdem englisch. Also, da unten sieht man es schon, da steht jetzt Dragonfly. Das ist jetzt halt einfach so. Das kann ich leider auch nicht ändern. Also. Oh, ich bin getroffen. Ja, da haben wir schon wieder. Ich werde die ganzen Musikstücke natürlich nochmal normalisieren. Wir haben es gerade in einem Lied gehört, das war total leise. Und das ist der Franzose ist jetzt wieder total laut. Also es sind eigentlich größtenteils so Franzosen. Die Paperplane Pilots sind auch Franzosen. Nichts gegen Franzosen, aber irgendwie habe ich wirklich nur französische Musiker gefunden, die ihre Musik unter einer für mich brauchbaren Creative Commons Lizenz gestellt haben. Wie dem auch sei, jetzt die große Frage an euch. Mit Musik oder ohne? Black Mountain Radio können wir leider auch nicht hören, oder? Warte mal, können wir vielleicht doch, weil das ist... Da muss ich echt aufpassen, weil ich kann halt keine Musik hören, also kein Radio hören, was Musik spürt. Vielleicht maximal für ein paar Sekunden, oder? Ja, und damit hat sich schon disqualifiziert. Ganz schnell weg. Also... Oh, Waze funktioniert gar nicht. Also Waze war der Radio, ist der Mod, der mir den Radiosender bringt. Ja, wie gesagt, ich kann... Ja, das ist das Problem. Ich kann nicht mal die coolen Radiosprecher anhören. Weil ich keine Musik hören kann und das ist schwierig zu remixen, das geht leider nicht. Oh oh. Ich hab ein Problem. Achso, Two-Headed Vicious Dog, also wie gesagt, die Namen sind englisch. Kann ich leider nichts gegen tun, es tut mir sehr leid, aber
Weil ich glaube, ich renne da mal los. Ich glaube, ich habe keine Abzüge mehr. Ja. Ja, wir berauschen uns auch ganz so an den Sternenhimmel. Vor allem möchte ich mich an eurer Entscheidung berauschen. Wenn ihr gar nichts sagt, das kommt ja auch öfter mal bei mir vor, dann mache ich einfach mein Ding. Also, dann Fallout New Vegas, wie gesagt, mein nächstes Projekt, bald auch in ihren YouTube und deswegen jetzt die große Frage. Mit oder ohne Radio? Achso, bei den Mods, ihr dürft mir natürlich... Oh Gott, das ist Gelaber, das nervt ja. Also, das können wir schon mal gar nicht hören, weil das geht mir ja sowas von uns. Also... Also ich auch noch dazu, also wenn ihr euch auch noch intelligente Mods einfallen, die Sinn machen, die das Spiel nicht komplett overpowered machen, dann bin ich natürlich auch bereit, die mitzunehmen. Weil das Spiel ist halt doch ein bisschen älter, so dass ich durchaus bereit bin, damit den einen oder anderen Mod mehr zu spielen. Was ich nicht tun werde, ist, wenn ich mal mit dem Let's Play angefangen habe, noch neue Mods zwischendrin hinzuzufügen. Weil das würde das, glaube ich, das Spielerlebnis stark verfälschen, weil ich muss ja nämlich auch im Vorfeld natürlich noch lange Qualitätstests machen, ob die Mods alle miteinander funktionieren. Dass die ganzen Viecher hier englische Namen haben, sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Das wurde auch schon wieder durch irgendwas überschrieben und ich kann es halt nicht ändern. Beziehungsweise, ich könnte es vielleicht schon ändern, aber der Aufwand wäre mir zu groß. Also, zwei Fragen jetzt. Radio und habt ihr noch welche Mods? So, jetzt war aber zum Schluss hier gekommen. Mein Gott. Also Fallout ist noch ein ganz neues Spielgefühl, da muss ich mich erstmal drauf. Achso, was ich vielleicht auch noch sagen sollte. Dadurch, dass ich diese ganzen komischen DLCs habe, habe ich am Anfang jetzt zigtausend Sachen in der Tasche. Also, ich glaube, normalerweise fängt man mit... Ach, da ist die Option. Ich habe die immer gesucht. Interessant. Na gut. Dadurch, dass man dieses... Ja, ich habe ja zigtausend komische Anzüge, die ich auswählen kann. Einfach wegen diesem Mod und ich fange mit relativ vielen Waffen an. Ob ich die alle hinterher wegschmeiße, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich die erstmal. Und ich denke mal, ich werde sie auch benutzen, wenn ich sie schon auf Hardcore spiele. Ja. Na gut. Macht das gut und ich bin auf euer Feedback doch mehr oder weniger angewiesen.